Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Wir haben jetzt hier gerade diese hässliche sechsbeinige Mutti wieder gefunden und ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Nicht aufschauen! Wie nicht? Was? Alter, was ist denn dein scheiß Problem, Alter? Alter. Was ist dein scheiß Problem, ey? Nicht, Mann, ist da nicht dein Ernst, oder? Wie, was hast du denn da für ein hässliches Ding an deinem Bauch, Alter? Nein, ich bin runtergefallen. Ich will doch auf, dass meine Pistole gleich leer ist. Vielleicht muss ich da drauf schießen. Alter Scheiße. Ich kann dir mal ein bisschen Feuer schätzen. Das interessiert dich nicht, oder wie? Hey, wo willst du hin? Alter, das sieht aus wie so eine eklige Windel. Scheiße. Alter, ich muss mich unbedingt heilen. Die waren es nochmal. Mit was konnte man sich... Ich muss nochmal ganz kurz in den Einstellungen gucken. Warte mal, das war mal Anzeige. Nee, Steuerung. Ach, hier steht... Hier steht nichts. Na, kann ich das hier nochmal gucken? Ich benutze das jetzt erstmal so, ich weiß gerade leider überhaupt nicht mehr, was für eine Taste das war. Ist sie jetzt weg, oder? Ich muss auch... Scheiße, ich muss schnell machen. Ich habe keine Pistolenmunition mehr. Schwinde doch einfach, du hässliches Vieh, du hast mich schon die ganze Zeit genervt, du auch. Nicht weggehen, Kleiner! Bleib doch hier! Ja, die Sache ist ja, ich bin ja hier, ich kann ja nicht weg. Wo willst du denn immer hin, Alter? So, du sagst zu mir, ich soll nicht weggehen, aber kriegst du die ganze Zeit von mir weg, oder wie? Entkommst du nicht. Ich muss gucken. Ah, so gut. Ah, Scheiße. Es gibt kein Entkommen, Stadtjunge! Ich muss jetzt ganz schnell kombinieren. Ich brauche unbedingt Sprengstoff. Komm schon. Sprengstoff, Brennstoff meine ich natürlich. Was erzähle ich da? Oh, komm doch her. Ist dein Ernst gerade, oder wie? Aber wie kann man denn so hässlich sein? Ne? Ja. Das juckt sie nicht mal die Bohnen, dass sie brennt. Was ist denn falsch mit der bitte? Alter. Ja, ich brauche dringend irgendwas zum Heilen, ansonsten sehe ich schwarz. Was machen wir? Ich hoffe, dass... Ah, Flintenmunition. Ah, die Teilkraut. Sehr gut. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Damit Scheiße, ich dachte, es wären Chemikalien. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ach, da oben hockst du ja. Ja, worauf wartest du denn? Lex-Einladung, oder wie? Alter, du machst mich fertig, ey. Komm doch her. Ah!
Das sei echt nicht normal mit dir, ey. Nein, scheiße, scheiße, scheiße. Was? Alter, ich frag mich, was bei dir falsch gelaufen ist. Alter, und ich muss wieder von hier anfangen? Scheiße. Ja gut. Hat er nicht lang gehalten, würde ich sagen. Der Inventar ist voll auch schön. Was haben wir hier? Das Schatzfoto. Schau ich nochmal ganz kurz drauf. Ah ja, genau. Toilette und Aschenbecher, ne? Nicht vergessen. So. Okay. Muss ich es leider löschen. Gut, dann kann ich jetzt aber gleich hier einmal auffüllen. Sehr gut, jetzt habe ich wieder einen Slot frei. Aber noch mehr, genau. Ich habe jetzt hier mal so einen guten Trick, wenn man einen gewissen Abstand von diesen Spinnen hat, kann man sie trotzdem mit dem Messer treffen. Aber die können einen nicht in die Fresse springen. Und man. Scheiße, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber dann müsste einfach mal. Am besten selbst rantesten. So, und die letzten. Oh Mann, ey. So. Dann spart man nämlich Munition. Und eigentlich auch Gesundheit, aber gut, es war jetzt ein bisschen gefailt. Gut. Was zum Kombinieren? Nö, natürlich nicht. Gesundheit ist auch noch in Ordnung, brauche ich jetzt nicht verschwinden. Festbrennstoff haben wir auch noch dreimal, den brauche ich auf jeden Fall. Sagen. Ist die Frage, kommen wir hier wieder hin? Das ist die Frage. Ansonsten würde ich es erstmal liegen lassen. Und erstmal wechseln, nicht vergessen. Denn jetzt kommt Molly vorbei. Komm mal mit mir. Wir werden das klären. Ja, meinst du? Das ist gerade eben auch super geklärt. Das ist mich auseinandergenommen, ey. Nicht aufschauen! Ja, ich schaue auch nicht auf. Keine Sorge. Alter, ey. Was ist denn dein Problem? Jetzt mal ohne Scheiß, was habe ich dir getan? Hm? Was hast du unserer Freundin angetan, hä? Yeah. Einen heißen Arsch hast du. Na, gefällt dir nicht so gut, oder wie? Was ist hiermit? Scheiße. Ah. Wo willst du denn hin? Komm. Die lacht uns aus. Was ich verbrenne die Schrippe und mache und tue, die lacht mich einfach aus. Ich werde dich kriegen. Ja? Alter. Denk nicht mal daran. Was ist denn, ey? Alter! Ich habe vergessen nachzuladen.
Ich muss jetzt mal ein Heilmittel nehmen. Und ich muss da schon mal schnell kombinieren, schnell kombinieren. So. Ich glaube, das Feuer macht doch mehr, als ich denke. Und man merkt es leider noch nicht wirklich. Da kommt die Schuppe wieder. Komm noch her! Das war jetzt hier noch was? Ja, Brennstoff, genau. Habe ich jetzt einen Platz frei? Ja, sehr gut. Nee, also komm, Pistolenmunition nehme ich jetzt nicht mit. Die gammelt da oben schon wieder. Schnell kombinieren, schnell kombinieren. Komm da! Hier unten bin ich. Schaust du so grimmig, hä? Also man sieht, das Inventar wird immer leerer. Dazu gut ist, ist eine andere Frage. Hallo. Ach kommt Leute. Ich kann nicht ruhig sein, wenn mir die ganze Zeit so eine scheiß Mücke vor der Fresse rumfliegt, ey. Wer bist du? Alter! Ja, aber Alter, warum? Alter, die beißt uns! Was? Das Jenseits gibt die Wahrheit preis! Alter, jetzt verbrenn doch endlich mal. Was ist denn dein Problem? Alter, ich komme gerade immer noch nicht drauf weg, dass sie uns gerade voll in den Hals gebissen hat, Alter. Ich hoffe, ich komme zu hoch. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, dass sie mich hier nicht durchlässt. Brennbaum, ja, Brennstoff. Alter, ist da noch was? Brennstoff. Okay, also der. Scheiße. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber hier hinten waren noch die großen. Die starken. Nein. Alter, du dreckiges Stück Scheiße. Danke. Er hat mir gerade die Worte genommen, aber ja, er hat recht. Bleib einfach tot. Alter. Gut. Hätten wir das geschafft? Alter, war die böse. Ja, also... Ja, ich glaube, Mutti war ein bisschen sauer auf uns. Brennstoff. Ich schaue jetzt erstmal, ob ich noch ein paar Sachen finde. Bevor ich hier verschwinde. Alter, war das heftig, ey. Ja. Gut.
jetzt am zweiten Mal klappt, hätte ich nicht gedacht. Hier oben scheint alles gelootet zu sein. Schau mal, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich mit diesem Dünger habe, aber irgendwie denke ich immer, das wäre was, was ich mitnehmen könnte. So. Gut, sieht schlecht aus. Vielleicht hier noch irgendwo nach hinten versteckt. Ach, hier ist noch was. Ah. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. So, starke Chemikalien. Die nehme ich jetzt aber. Doch, ja. Nehme ich jetzt aber für ein Heilmittel. Nehmen die mit. Dann basteln wir uns hier noch ein bisschen Brennstoff. Gut. Hier war auch soweit alles fertig. Naja, kann ich ja nicht lang. Da kam die alte. Ach, das ist die Tür. Okay. Gut. Gut zu wissen. Aber. Na, schau mal einer an. Okay. Gut, ich sollte am besten nichts mehr anfassen. Und wir finden wieder Brennstoff. Gut. War jetzt doch relativ leicht gewesen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, dass sie tot ist, aber das werden wir dann noch erfahren. Ich glaube, ich muss jetzt hier wieder lang. Das ist der schnellste Weg. Genau. Ich glaube, die Laterne war dort hinter der Rahmentür. Genau. So was? Nö. Hallo? Irgendwer Klavier gespielt. Hallo? Will ich es wirklich wissen? Ich glaube nicht. Das sind die scheiß Motten, die da Schatten werfen. Ja, ihr. Yeah. Gut. So, ne, das kann ich so nicht machen. Muss hier F drücken. Ah, okay. Gut. Das ist halt so. Und Sesam, öffne dich. Wirklich jetzt. Würde mich nicht wundern, wenn mir das gleich irgendwie ins Gesicht springt oder sonst was. Scheiße, ich habe aber auch nichts anderes mehr. Schön, ich kann nur mit dem Flammenwerfer rumlaufen. Am besten alles abbrennen. Alles. Die komplette Bude, Villa, was auch immer, was das hier für ein Gebiet ist. Alles abbrennen. Alles. Ja? Nichts. Hallo?
Will da jemand spielen? Ich bin noch ganz lieb. Ich habe nur einen Flammenwerfer bei. Um dir Wärme zu schenken. Meine Familie. Evelyn. Okay. Scheinen ja sehr viele Leute zu sein, die zu ihrer Familie gehören. Heil Caesar. Okay. Ja, also sie scheint wohl nicht so der Fan von Puppen zu sein. Machen wir es Elend lieber wieder zu. Warum wippt der Schaukelstuhl mit einem Teddybär? Will ich es wirklich wissen? Okay. Da ist wie ein Schiff, was irgendwie zu Bruch gegangen ist. Vielleicht was irgendwie damit zu tun, warum die so sind, wie sie sind. Ich meine, hat es überhaupt was mit der Story zu tun? Na? Ein Teddy ohne Ohren? Was zum... Alter, was zur Hölle? Was ist das für ein ekliger... Jetzt noch mehr, oder? Warum kommt da einfach mal so ein ekliges Zeug aus seinem Mund? Eigentlich gar keinen Bock weiterzugehen. Alter. Das sah ja schon wieder sehr einnahmend aus. Ah, okay, das scheint wohl, oder? Wenn ich das richtig sehe, sind das die. Da sind die Laternen. Okay, von da kam ich also. Alter, was zum... Was läuft hier bitte? Ach du Scheiße, Alter. Ist das nicht dieser... Dieser Schleim, wo auch... dieser... Schleim... Wo auch diese Molditz da rauskommen. Alter. Diese Dreckspuppen, ey. Reicht doch jetzt langsam, oder? Da ist nichts zu sehen. Dann komme ich auch nicht weiter, okay. Ist nur ein Zettel.
Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ja, also wenn ich jetzt so das Zimmer betrachte und den Teddybären, dem irgendwie da so eine schwarze Suppe aus dem Mund läuft, ja, könnte irgendwas nicht mit dir stimmen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also ist aber es könnte. Wer macht mir jetzt die Tür zu? Will ich es wirklich wissen? Gut, hier ist nichts. Bleib fort. Bitte was? Bleib fort? Ja, du, also wenn es nach mir ginge, würde ich ja gern fortbleiben, aber Ethan möchte gern wissen, was hier Sache ist. Und seiner Frau helfen. Puppenhaus. Eine Zeichnung. Maus drauf. Was soll das andere sein? Ein Schalter? Das da oben? Lass mal kurz schauen. Hier ist ein Bett. Sieht mir doch hier so nach Gang aus, wie am Anfang, wo wir da wo wir den Kamin da betätigen mussten. Dass sich dann eine Tür öffnet. Aber wo ist denn nochmal? Ja, genau. Also wenn man jetzt so, ich sag mal, wenn man da so reinkommen würde, von da unten, da ist die Tür. Genau, dann ist gleich das Bett. Da ist das Haus. Gut, warum das verkehrt rum ist, weiß ich nicht. Vielleicht um ein bisschen zu verwirren. Aber da ist auf jeden Fall, das müsste das sein. Gut. Okay. Ja. Es wurde ja alles sehr nett dekoriert. Ja. Viele Holo-Puppen. Schöne Blumen sind sogar bei. Schau mal. Und Essen. Scheint aber auch schon ein bisschen her zu sein, als es hier hingestellt wurde. Yummy, yummy, yummy. So isst man sein Obst doch am liebsten, oder? Schön, wenn so ein schön Pelz nach oben drauf ist und es schon anfängt zu krabbeln, Alter. Oh. Nee, komm, ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken. Oh mein Gott, ich schätze, das ist er. Bitte was? Lecker Ärmchen. Und warum diese Musik? Ich will mich nicht umdrehen.
Da lief gerade ein kleines Mädchen. Beziehungsweise sah es aus wie ein kleines Mädchen. Was es ist, weiß ich nicht. Zeichnet man vorher nicht hier. Was zur Hölle passiert hier bitte? Bitte! Scheiße! Geh doch sterben! Alter! Alter, mein Herz! Ah. Was zur... Ich muss ganz dringend was nehmen, ich bin fast tot. Ich habe immer noch nicht wirklich viel mehr Leben. Alter, was passiert hier bitte? Und ich habe keine andere Munition mehr. Ich habe lediglich noch diesen Flammenwerfer. Scheiße. Alter, ey. Ich kann immer nur wieder sagen, dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven. Mann, fang doch mal bitte an zu brennen. Ey, ist doch nicht dein Ernst, oder? Ach mit, alles klar. Schön, jetzt habe ich meinen letzten Heiltrank auch noch verschwendet. Okay, sterben auch ohne, dass der Kopf platzt. Wusste ich nicht. Ah ne, einen Heiltrank habe ich noch. Nein. Also Mädchen da draußen, ja. Ich sag's ja nur ungern, aber such dir bitte Hilfe. Ja? Bitte. Da schon wieder der nächste. Ach nee, auch noch so ein Heini. Gut, der wäre auch erledigt. Nicht normal. Aber gut, was ist normal in dieser Familie? Ja, wer da nur wieder anruft. Und ob es vielleicht so ist, das erfahren wir in der nächsten Folge.